Hallo, ich bin Tom, bin 17 Jahre alt, habe jetzt die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik hier in HPS angefangen. Ich habe bis jetzt Anlagen ausgepackt, zusammengebaut, dann habe ich, wie hier gerade ich mache, die verdrahtet. Das war bis jetzt so meine Hauptaufgabe. Bis jetzt sehr schön, ich habe sehr viel Spaß dran, habe auch schon sehr viel hier durch die Gesellen und so gelernt. Mir wurde schon sehr viel erzählt und ich habe hier sehr viel Spaß dran. Ich bin auf den Beruf gekommen, weil meine Familie hier schon mit der Firma zu tun hatte ich die Möglichkeiten sehr interessant finde, was man hier machen kann mit den Anlagen und so, auch Fortbildungsmöglichkeiten. Und man lernt sehr viel hier. Eine Woche Schule hatte ich schon, war auch sehr gut die Schulwoche. Wir haben uns hauptsächlich mit den Grundsachen beschäftigt, die wir hier brauchen, Schaltplan, wie funktioniert das eigentlich, was ist das? Ja, worauf ich mich freue und was ich gern mache, ist Anlagen verdrahten, viel mit den Anlagen zu arbeiten. Das finde ich ganz interessant. Und sie zusammenzubauen, auch die großen Anlagen, die großen Schränke, finde ich sehr interessant, weil es da ja sehr viele Komponenten gibt, die zusammengebaut und verbunden werden müssen. Und Berufsschule bin ich so bei ein, zwei Themen. Mal gucken, wie die funktionieren. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen lernen müssen. Mitbringen in die Firma muss man, würde ich sagen, technisches Verständnis so ein bisschen. So ein bisschen das Verstehen, was man eigentlich tut, wie das aufgebaut ist, wo der Sinn dahinter ist. Für die Fächer sollte man mitbringen auf jeden Fall Mathe und Physik. Das wäre sehr praktisch, weil es ja Grundsätze hiervon sind. Baut ja alles auf Mathe und Physik auf. Vielleicht auch ein bisschen Englisch, weil die Schaltpläne und so auf Englisch sind und die Beschriftung und so ist alles auf Englisch, weil es ja international ist. Deswegen sollte man vielleicht ein bisschen Grundkenntnisse für Englisch auch mitbringen. Mathe und Physik bin ich mittelmäßig gut. Also die Verständnis dafür habe ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Beste da drin bin, das auf gar keinen Fall. Aber ich krieg's hin, also es reicht auf jeden Fall dafür. Also man muss kein Studierter sein. Also mein Tipp für die Ausbildung wäre, wenn ihr die anfangen wollt, gute Mathe und Physik aufpassen. Das wäre schon mal ganz gut. Einfach mal ausprobieren, der Job ist super, macht viel Spaß. Die Möglichkeiten sind groß. Wichtig ist auf jeden Fall in der Schule gut aufzupassen, weil man eben dieses Verständnis dafür braucht. Mathe braucht ihr hier ganz viel für die Anlagen wegen den Stromstärken und so, das zu berechnen. Und wenn du jetzt schon anfängst, das zu üben, hast du hier sehr viele Vorteile, weil du das denn schon kannst. Und wenn du noch überlegst, ob du das machen möchtest, man kann hier jederzeit ein Praktikum machen, ist auch kein Problem, habe ich auch gemacht, um zu gucken, ist das was für mich? Wie findet die Firma mich, wie ich arbeite? Also Zweifel brauchst du nicht haben.